Hallo meine lieben Freunde, willkommen zu einem Let's Read. Ja, es ist mal wieder soweit. Das zweite Banditentagebuch steht an. Nachdem das erste ja zu kurz war. Das zweite ist nicht wirklich viel länger, aber es ist immerhin ein bisschen länger. So. Endlich haben wir mal Glück, da der fahle Pass geschlossen ist und Helgen dem Erdboden gleichgemacht wurde, waren die letzten Soldaten oben in den Festungen Neugrad leichte Ziele. Wir können es sicher ausplündern und verschwinden, bevor der Jarl Zeit hat, darauf zu reagieren. Habe endlich die Schlüssel zur alten Bibliothek der Festung gefunden. Ich habe Brandish hinuntergeschickt, um alles zu durchsuchen. Normalerweise würde ich keine Zeit darauf verschwenden, aber ich habe gehört, dass die Zauberer im Norden gutes Geld für alles zahlen würden, was mit Magie zu tun hat. Im Moment nehmen wir mit, was wir kriegen können. In den alten Kellern gibt es jede Menge vergammeltes Essen, aber sonst nicht viel, was sich mitzunehmen lohnt. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Ich hab's auch in der Festung Neugrad gefunden, war ja klar. Und ich habe dafür länger gebraucht, um das zu suchen, weil ich dachte, es liegt irgendwo da rum. Dabei hatte das einer der Banditen bei sich gehabt. Und ich musste jetzt dann nochmal alle durchsuchen, die ich umgebracht habe. Und das waren viele. Ja. Wie gesagt, wieder ein sehr kurzes Buch. Aber im nächsten Part sehen wir hoffentlich ein längeres Buch, denn es war auch ein Lehrbuch. Also wodurch sich irgendwas bei mir erhöht hat, Blocken oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sehen wir uns dann im nächsten Part hoffentlich wieder, das würde mich sehr freuen. Und ich sage bis dahin, tschüss!